Hallo zusammen, hier ist Robert, euer Freestyle-Doktor und heute geht es um den 50-50-Casper. Dieser Trick sieht erstmal schwierig aus, aber mit ein, zwei Kniffen lernt man ihn schneller, als man eigentlich gedacht hätte. Dann fangen wir mal mit der Vorstellung an. Wie gehabt muss man in den Rail reinkommen und man steht eigentlich relativ normal auf der Rolle mit dem Vorderfuß und mit dem Hinterfuß mit dem Zeh etwas weiter raus. Eine ganz kleine Idee hier nochmal von der Seitansicht. Ist ja auch gut, wenn man eine Idee auch nach vorne drücken kann. Und dann rutscht man mit dem Fuß über die Fußmitte hinter und das macht man außerdem auf der Nose, da geht es leichter. Und dann in dem Moment musst du deine Hand nehmen und umdrehen. Daumen unter die Nose und den Finger auf das Grip Tape. Nun der erste Kniff. Ihr müsst nämlich das Gleichgewicht vom Vorderbein auf das hintere verlagern. Dabei drückt ihr das Board dann runter und rollt quasi rein. Haltet, oh ja, vor allen Dingen erstmal Gleichgewicht. Also nochmal, haltet die Nose fest und rollt euch dann quasi in den Trick hinein. Euer Fußbein drückt genau rein. Wir nutzen die Nose, weil die ist kleiner und da rollt sie es einfacher rein. Haltet Gleichgewicht mit dem Bein oben und macht dann erstmal einen halben Fingerflip wieder zurück. Das ist erstmal die einfachste Variante. Auch hier nochmal, Daumen weg und die Finger drücken das Board nach vorne. Ich deute es hier nochmal an, steht mit dem Fuß schön mittig, dass ihr auch eine gute Kontrolle habt und mittig auf die Nose runterkommt beim Runterrollen bzw. runterdrücken. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, wenn man so weit innen steht, landet man auch sehr innen auf dem Casper. Und dann hat man echt keine Kontrolle über den Trick. So, kommen wir nun zu der anderen Variante, die, wo noch ein 180 rausgedreht wird. Sieht schwer aus, ist es aber eigentlich echt nicht. Also, zu dem zweiten Kniff. Wie gehabt, ihr füllt den Trick normal aus und reicht das Board von der einen Hand zu der anderen. Ihr dreht auf der Nose, bleibt mit den Zehenspitzen stehen und macht quasi mit der anderen Hand den normalen halben Fingerflip raus. Da sieht man es nochmal in Zeitlupe. Und ich stelle hier fest, hier ballert's. Mein Wecker sagt, es ist nach 0 Uhr, also frohes Neues, wa? Hoppla, hab ich voll verpasst. Ja, ich gehe nachher noch raus. Okay, hier wieder zurück. Runterdrücken und das Board von der einen Hand zur anderen reichen. Drehen dabei. Das passiert im selben Zeitpunkt. Mit den Zehenspitzen am besten stehen auf der Nose, damit man nicht so viel Gewicht drauf lagert. Und dann mit der anderen Hand quasi dreht er das Board die halbe Drehung zu Ende. Und ihr habt auch eine kleine Vierteldrehung noch dabei. Ja, die Variante kann ich eigentlich auch noch mitgeben. Und zwar die, auf der man auf den Ray wieder zurücklandet. Zack. Sieht schick aus und sind coole Kombos mit möglich. Also im Grunde genommen, wie immer, bloß, dass ihr jetzt mit der Hand weniger drehen müsst, den Sprung klein halten und schön mit den Füßen die Rollen catchen. Hier nochmal. Also Hand langsam eindrehen, kleiner Sprung nur und dadurch brecht ihr quasi die Rotation frühzeitig ab. Gut, jetzt aber wirklich. Ich gehe mal langsam raus und wünsche euch wirklich einen guten Rutsch. Wusch.